Moin Moin Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zu Hunt Showdown. Heute möchte ich kurz auf die Schwerpunkte im Quickplay und in den Bounties eingehen, kurz was zu den Unterschieden dieser beiden Modi erzählen und am Ende noch ein paar kleine Tipps, Tricks, Ideenvorschläge, Ratschläge, Hinweise und Anmerkungen geben. So viel sei aber jetzt schon gesagt, ihr lernt am besten aus eigener Erfahrung. Also ran an das Spiel und zocken, bis der Arzt kommt. Es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn es nicht immer gut für euch ausgeht. Also gut, dann wollen wir mal anfangen und zwar mit dem Schnellspiel. Dafür gehen wir in die Lobby und wählen dann Schnellspiel. Hier wählt ihr nun eure Waffe aus, mit der ihr das Spiel starten werdet. Zur Auswahl steht eine Pistole, eine Schrotflinte oder eine Nahkampfwaffe. Die Waffen sind nicht der Hammer, aber im Spiel bekommt ihr ja die Möglichkeit, eure Ausrüstung wesentlich zu verbessern. Ihr könnt dann noch das Erscheinungsbild eures Hunters auswählen, indem ihr unter dem Hunter auf den Pfeil nach rechts klickt. Zur Auswahl stehen 5 verschiedene zufällige Skins. Klickt dann auf den roten Button unten rechts in der Ecke und schon kann es losgehen. Kommt ihr ins Spiel, dann nutzt die Zeit, während ihr noch auf andere Spieler wartet und guckt schon mal per Schattensicht, wo sich die sogenannten Risse befinden. Von diesen solltet ihr nämlich 4 Stück finden und schließen. Insgesamt habt ihr knapp 450 Sekunden, also 7,5 Minuten Zeit, die Risse zu finden, andere Jäger und Monster zu töten und heil aus dem Schnellspiel wieder rauszukommen. Mit dem 4. Riss habt ihr die Heilquelle, den sogenannten Wellspring, gefunden. Diese füllt eure Gesundheit übrigens wieder vollständig auf. Ab dann wird es aber richtig spannend, denn ihr seid für alle anderen Jäger sichtbar. Diese können euch per Schattensicht sehen und werden dann sofort Jagd auf euch machen. Das Dumme ist, ihr müsst, bevor ihr das Spiel endgültig verlassen könnt, sämtliche noch vorhandene Energie aufbrauchen. Das kostet Zeit. Wie viel, das seht ihr oben links in der Ecke als blau gefärbte Zeit in Sekunden, die runtergezählt wird. Ist diese bei 0, habt ihr es geschafft. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu verlassen, aber nur eine davon ist erfolgreich. Möglichkeit 1. Möglichkeit Nummer 2. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Alle bisher gezeigten Möglichkeiten waren recht uncool, aber die soll das jetzt nun bringen. Übrigens, ihr müsst auch nicht alle 4 bzw. überhaupt keine Risse schließen. Ihr erschießt einfach den Hunter, der den letzten Riss geschlossen hat, und tretet dann an seine Stelle. Aber denkt daran, für jeden geschlossenen Riss erhält euer Hunter einen Perk. Das sind 4 Perks bei 4 geschlossenen Rissen. Diese Perks plus der Ausrüstung, die euer Hunter mit rausnimmt, sind bares Geld und Aufwertungspunkte. So, wo ich gerade davon sprach. Hier seht ihr nun die Hunter, die es aus dem Quickplay heil rausgeschafft haben. Ihr findet sie unter Rekrutierungen, dann Seelenüberlebende. Hier seht ihr dann die Ausrüstung und die erwähnten zufälligen Perks, die ihr für das Schließen der Risse bekommen habt. Es können übrigens bis zu 4 Hunter vorrätig gehalten werden. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber was mache ich mit den Dinger nun? Diese könnt ihr, und das ist jetzt der Hammer, nun für eure Bounties rekrutieren, und zwar wie folgt. Wählt den Hunter aus, den ihr rekrutieren wollt, und klickt dann unter den Bildern in der Mitte auf den Button Rekrutieren. Fertig. Der Hunter verschwindet aus der Liste der Seelenüberlebenden und erscheint nun in der Sammlung eurer Bounty Hunter. So, dann kommen wir auch gleich zu den Bounties, sprich zu den Kopfgeldern. Hier könnt ihr wieder 3 Hinweise, Risse, sammeln und somit das Versteck des jeweiligen Bosses in der Region aufdecken. Müsst ihr aber nicht, ihr könnt auch gleich die beliebtesten Spawnpunkte abfarmen und hoffen, dass ihr noch vor allen anderen Huntern den Boss zufällig findet. Habt ihr alle Hinweise gefunden, seht ihr das Versteck des Bosses auf der Karte mit einem roten Zielsymbol markiert. Kommen wir nun zu den Bossen selbst. Es gibt 3 verschiedene Bosse. Pro Map und Vertrag können bis zu 2 von denen gleichzeitig auf der Map vorkommen. Die Spinne ist schnell und krabbelt wie blöde durch ihre ganze Bude, nur um euch dann hinterrücks anzufallen. Sie spuckt euch an und vergiftet euch damit. Oder sie rennt euch einfach über den Haufen. Bleibt also immer in Bewegung und wenn ihr sie seht, dann gebt alles, was eure Kanonen hergeben. Sollte eure Gesundheit komplett hinüber sein, dann könnt ihr auch mal rausrennen und euch heilen. Aber Achtung, das ist nicht ganz ungefährlich, da ihr so ein leichtes Ziel für andere Hunter sein könntet.
Achtet auch auf verschlossene Türen, damit ihr bei eurem Kampf mit dem Boss nicht Opfer eines anderen Hunters werdet, der euch sonst einfach aus sicherer Entfernung das Licht ausknipsen kann. Kommen wir nun zum Schlechter. Dieser bullige Typ mit dem Schweinekopf ist brandgefährlich und das im wahrsten Sinne des Wortes. Er läuft euch gern hinterher und schlägt euch schneller in Brand, als ihr gucken könnt. Das ist nicht einfach nur ärgerlich, sondern kann auch das Aus für euch bedeuten. Denn schafft ihr es nicht, euch schnell zu löschen, dann brennt euch das Feuer schon mal den ein oder anderen Gesundheitsbalken weg. Schrot mag dieser Typ gar nicht. Am besten ist es daher, wenn ihr ihn mit Schrotflinten umhaut. Allerdings muss man auch erst einmal ein paar Schrotflinten dabei haben. Ansonsten einfach mit allem behaken, was ihr habt. Irgendwann verliert er seinen Kopf und daraufhin auch bald sein Leben. Noch ein kleiner Hinweis, lauft nicht zu nah an einem brennenden Teamkollegen vorbei, denn sonst kann es schnell passieren, dass er nicht mehr der Einzige ist, der brennt. Als letzten auf der Liste haben wir den Meuchler. Wenn der euch trifft, dann kann es richtig wehtun. Er zieht euch ordentlich HP ab und verpasst euch obendrein noch einen Blutungsschaden. Lauft dann weg und stoppt die Blutung, aber passt auf, dass er euch dabei nicht den nächsten Schlag verpasst, denn das war's dann in der Regel mit euch. Ja? Schaden macht man bei ihm auch gut mit Schrotflinten. Manu war zwar der Meinung, dass die Axt ihm ordentlich was abgezogen hatte, aber ich glaube, das war eher die Ladung Schrot. Wir hatten uns dann aber doch noch den Spaß gemacht, den Typen nur mit Äxten in die Ecke zu bringen. Außerdem steht der Typ auf Ungeziefer und das hetzt er euch auch schon gern mal auf den Hals. Ich bin von Viehzeug heimgesucht. Wo ist meine Tür? Das macht zwar keinen Schaden, aber schränkt eure Sicht doch enorm ein, so dass das Weglaufen echt zur Herausforderung werden kann. Habt ihr einen der Bosse besiegt, so müsst ihr diesen für immer verbannen. Dafür müsst ihr mit seiner Leiche interagieren. Habt ihr die Verbannung ausgelöst, so läuft ein Timer in Prozent ab. Die Verbannung dauert eine ganze Weile und macht einen Höllenlärm. Seid also achtsam und sucht euch eine gute Position, von der aus ihr relativ gut auf das Erscheinen feindlicher Hunter reagieren könnt. Ist die Verbannung erfolgt, müsst ihr noch einmal zu dem Häufchen Elend und euch die Trophäe abholen. Ab jetzt seid ihr allerdings für alle anderen Hunter sichtbar, die euch per Schattensicht aufspüren können. Ihr selbst bekommt diese Fähigkeit auch, setzt diese aber bitte mit Bedacht ein, da sie bei Nutzung verbraucht wird. Sprecht euch daher mit eurem Partner ab. Ab jetzt heißt es raus hier. Auf der Karte seht ihr die sogenannten Extraktionspunkte. Zur besseren Darstellung markiere ich sie mal für euch. Ihr müsst nun zu einem dieser Punkte laufen. Zu welchem, das bleibt euch überlassen. Habt ihr einen dieser Punkte erreicht, dann erkennt ihr diesen relativ gut. Denn es handelt sich hierbei entweder um eine Pferdekutsche oder ein Dampfboot. Nun müsst ihr nur noch 20 Sekunden durchhalten und dann seid ihr endlich in Sicherheit. Nun könnt ihr die Früchte eurer gefahrvollen Reise genießen. Der Level eures Hunters schießt nach oben und für die Blutlinie fallen auch einige XP ab. Außerdem gibt es ein paar Dollar für die erledigten Aufgaben bzw. den Vertrag und zusätzlich bekommt ihr auch noch wertvolle Blutmarken. Am Ende gibt es noch eine Zusammenfassung eurer Taten und ihr könnt sie euch nochmal im Detail ansehen. Außerdem erhaltet ihr noch Aufwertungspunkte für euren Charakter, damit ihr die Perks verteilen könnt und bekommt, wenn ihr Glück habt, noch eine Freischaltung für einen weiteren Gegenstand. So, nun möchte ich mich mal bei euch entschuldigen. Das Video geht schon knapp 10 Minuten und ich will euch nicht länger nerven. Außerdem will ich jetzt endlich meine letzten Stunden Feierabend genießen und selber noch etwas zocken. Die am Anfang in meinem jugendlichen Leichtsinn versprochenen Tipps, Tricks, Hinweise und so weiter werde ich euch aber in einem nächsten Video nachreichen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und danke fürs Zuschauen. Ich bin jetzt schon fertig und bis bald. Ich danke euch.